Hallo meine Lieben, guckt mal ganz kurz, was ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich euch den gestern oder nee, vorgestern glaube ich schon, ist auch egal, vor ein paar Tagen auf jeden Fall, schon mal auf Fotos gezeigt. Es ist ein Keilrahmen, recht großer. Den hatte ich mir bei, oh, ich glaube irgendwo bei Woolworths oder so, hatte ich mir den glaube ich mitgenommen. Und habe da mal Forever Flowers draufgeklebt. Und wie das funktioniert, das wollte ich euch mal kurz im Groben zeigen, weil das ist wirklich eine ganz einfache Sache und wirklich auch ganz simpel, kann jeder, gar kein Problem. Und da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein, dann zeige ich euch das mal so ein bisschen. Guck mal, das ist jetzt nämlich der neue, der ist jetzt auch fertig, das ist ein kleineres Modell und ich finde die Idee eigentlich ganz toll, da kann man sich schöne Deko mitmachen für die Wand. Oder für die Tür halt. Ne? Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie was ich damit gemacht habe. Ich drehe mal kurz die Kamera ein kleines Stück runter. Dann kann man das nämlich ein bisschen besser sehen. Und zwar geht es eigentlich darum, ich hatte diese Rohlinge, der Keilrahmen, also diese ganz einfachen, so wie wir sie im Geschäft kaufen können. Noch zwei Stück hier, die beiden hier liegen. Und ich denke, ach Mensch, da muss ja mal irgendwas mitmachen. Und irgendwie war das bei mir auch gerade nicht ganz so aufgeräumt auf dem Schreibtisch. Und dann fiel mir meine Kiste auch noch in den Händen, wo ich meine ganzen, ich sag mal, Reste Forever Flowers drin habe, die schon alle fertig sind, aber ich jetzt eben noch nicht zum, ja, Verbasteln gekommen bin mit und noch keine Ideen hatte. So, und die hatte ich mir dann genommen und ich denke, ach Mensch, da muss doch irgendwas mit hinbekommen. Ja, und dann die Keilrahmen gesehen. Den großen weißen habe ich mit Designpapier bezogen. Kann man jetzt so ein bisschen schlecht sehen in dem Licht, aber der ist jetzt nicht rein weiß, das ist so ein ganz zartes Rosa. Einfach aufkleben mit den Craftbody Premium Glue Pen, den ich auch im Shop habe. Darunter habe ich dann noch eine Bordüre gesetzt und dann ging das eigentlich auch schon los. Den blauen habe ich anders gemacht, das ist jetzt kein Papier, den habe ich eingefärbt. Na, den habe ich mit den Alkoholinks, die ihr bei mir im Shop bekommt von Craftbody, habe ich den eingefärbt, beziehungsweise den Rahmen in den Summer Sky und die Blumen. Diese und diese, die hier oben, die große Pfingstrose, die gibt es ja gar nicht in diesem Blau. Das war eine rote. Das war genau diese. Und die habe ich jetzt eingefärbt mit den Inkspot, mit der Inkspot-Farbe von Craftbody, von den Alkoholinks. Genauso wie diese. Das war jetzt eine Begonie. Das war diese hellgelbe, also nicht wirklich rein weiße, die ist recht zart hellgelb in der Farbe. Und guckt euch das an, das sieht doch klasse aus. Die Röschen, das waren weiße Rosen. Die habe ich tatsächlich mit meinem Misty Morning Spray. Gibt es auch bei mir im Shop eingesprüht. Und das harmoniert doch super schön zusammen. Also, Keilrahmen bestreichen, anmalen. Dann sucht euch noch, könnt ihr hier auch ganz schön sehen, die Bordüren. Sucht euch Bordüren, entweder Spitzenbordüren, Schleifenbänder. Sowas raus, was ihr habt zu Hause. Oder ich habe jetzt hier, habe ich dann jetzt eben die neuen Schmucksteinbordüren genommen, die Maria uns gestern bei QVC vorgestellt hatte. Und habe da zwei Stück draufgesetzt, sodass ihr eine Mitte habt, dass am Hintergrund nochmal irgendwie was durchschimmert. Beim großen Weißen habe ich das ja mit einer Spitzenbordüre gemacht. Und hier habe ich dann die Schmucksteinbordüren genommen. Na? So, und wenn euer Keilrahmen getrocknet ist oder ihr das Designpapier aufgebracht habt, wie ihr möchtet, dann geht es eigentlich auch schon los, dass ihr mal guckt, was ihr noch an Forever Flowers Blätter rumfliegen habt, die wir ja in ganz vielen Ergänzungssets mit dabei hatten. Und dann legt ihr euch das hin. Ich nehme mal noch einen raus. Guckt euch das mal an, wie das aussieht, wie euch das gefällt natürlich. Ganz logisch, der eine so, der andere so. Ich zeige das jetzt nur mal grob. So, mögt ihr das so leiden? Wäre das schon richtig für euch? Dann könnt ihr es mal hinpacken. Einfach nur mal lose auflegen. Dann könnt ihr gucken, was habt ihr an Blümchen, habt ihr eingefärbte Blümchen. Und dann könnt ihr euch das so mal grob arrangieren, so dass ihr wisst, okay, das mag ich leiden. Und dann nehmt ihr euch einfach einen Heißkleber. Und das war's. Und dann setzt ihr das der Reihe nach, so wie ihr das haben möchtet, mit Heißkleber auf den Keilrahmen. Ne? Klar, ein bisschen aufpassen auf den Fingern. Brauche ich euch ja nicht erzählen. Wir sind ja alles Profis im Basteln. Und ja, und dann könnt ihr euch damit mit euren ganzen Blätterresten und Zweigen und dergleichen eben nochmal ganz andere Geschichten mit den Forever Flowers gestalten.
wie nur die Kränze und die Steckwaden. Ne? Das war es eigentlich auch schon. Ich finde dieses Blau so toll, ne? Das ist so schön geworden. Aber auf jeden Fall, das war es dann eigentlich auch schon. Das wollte ich euch mal kurz gezeigt haben. Es ist ganz einfach. Traut euch da mal ran, spielt ein bisschen rum. Wie gesagt, denkt dran, Farben bekommt ihr in großer Auswahl bei mir im Shop. Und ja, Heißklebepistole hat ja wirklich fast jeder zu Hause. Arrangiert euch das nett, wie ihr das leiden mögt. Und dann geht's los. Und ruckzuck habt ihr sowas fertig. Okay, meine Lieben, das war's auch schon wieder. Danke erstmal fürs Gucken und bis bald. Tschüss.